Herzlich willkommen zum 34. Part GTA und nein, Spaß, wir spielen der Crew Motorfest. Wir begeben uns jetzt auf den Porsche-Fahrt, spielen ein bisschen Porsche-Playlist, um uns dann eine neue Playlist freizuschalten. Die Porsche-Playlist war ziemlich cool. Die sind da auch durchgefahren, deswegen dachte ich, kann da auch durchfahren. Weil die Porsche-Playlist war ziemlich cool. Ja. Ich kann noch mal gucken. Ab wir das für ein bisschen Farbe. Warte mal. Oh. Das gefällt mir sogar noch besser. Verbessern. Können wir das nochmal irgendwie verbessern, damit es noch schneller wird? Zu schnell. Oh! Warum muss man auf die andere Seite? Was ist das für ein Scheiß? Die Brücke kaputt gemacht. Wir haben sie abgeschlossen. Ja, also 34. Part, glaube ich, haben wir jetzt bis jetzt von dem Spiel. Oh, jetzt noch mal Slalom, glaube ich. Wir hätten also gar nicht die Japan-Playlist spielen müssen, sondern wir hätten gleich... Upsi. Such an incredible manufacturer joining the adventure.
Kennen wir auch schon alles. Der 911er ist so vielseitig. Uns blieb nichts anderes übrig, als ihn dir zu zeigen. Ja, wir wollen ja aber ein bisschen Geld noch verdienen. Ich denke, wir machen die Blödes zu Ende. Mal sehen, was jetzt kommt. Genau, wir machen die Blödes zu Ende, aber Herrscher hat uns einige sehr interessante Modelle zum Ausprobieren geschickt. Das ist schön. Die Überführung von Stuttgart nach Hawaii hat länger gedauert als erwartet, aber nun sind sie da. Die Marke Porsche steht für Kraft und Leistung, aber ebenso für Eleganz und Stil. Also am Steuer eines 911ers musst du dich auch entsprechend verhalten. Für sauberes Fahren erhältst du einen Bonus. Je sauberer du unterwegs bist, desto größer fällt dein Bonus aus. Also fahre unfallfrei, gib Acht auf das Auto und schlag deine Gegner mit Finesse. Also ist es wie bei der Lamborghini Playlist, die wir jetzt vor kurzem gespielt haben, gestern. Du kriegst... Aua. Ja. Du darfst... Kein Kratzer reinmachen, sonst kriegst du... Punkt, stimmt, das kann ich mir noch dran erinnern. Regenbogen-Playlist. Ja, danke schön. Ja, was, wie soll ich denn da was machen? Die rammen mich einfach und dann ich Punktabzug, weil der mich gerammt hat. Milch ausbrechen.
Und wenn das alles kratzt, dann also dann kaputt ist, dann weiß ich auch nicht warum. Weil ich bin extra ganz vorsichtig gefahren. Wurde halt nur am Anfang weggedrängt. Das war das Problem. Wir haben 400. Warte mal. Was ist da? Haben wir schon. Wir könnten jetzt schon die neue Playlist starten. Machen wir auch. Weiß, blau, oder? Aber welches Blau nehmen wir? Ich glaube, das da. Tisch goldene. Schon BMW draufstehen. Aber machen wir jetzt die neue Playlist. Das ist jetzt ein. Du hast eine Playlist freigeschaltet. Sollen wir sie uns mal ansehen? Ich weiß, was du meinst. Oh, 14 Kilometer fliegen wir, warte mal. Machen wir am besten hier. Genießen wir den Flug ein bisschen. Yusuf ist da, oder was? Josefa. Da ist Porsche Legacy, aber wir haben ja jetzt eine neue Playlist. Ja, guck mal. Ginge für Tiefflugpunkte. In Q2 war das so. Nee. Ah, wir könnten auch die Fotomotive machen. Weil wir geben 22.000. Und der Schlange da hinten eigentlich. Ah, das ist wahrscheinlich Drift oder so irgendwas. Ja, Drift, genau. Guck mal, jetzt, sonst müssten wir jetzt hier auf der Stange. Gut, wir sind zwar ein bisschen langsam. Wir können ein bisschen Boost geben. Aber sonst müssten wir hier auf der Straße fahren. Von daher hat es sich schon gelohnt, das Flugzeug zu holen. Ja, wir machen jetzt eine andere Playlist. Ja. Weil die Porsche Playlist haben wir schon Let's Played. Wenn es natürlich nachher noch offen ist, können wir sie nochmal spielen. Aber ich denke. Ja, ich denke eher nicht. Xovano.
Wanno. Oh yeah, Liberty Walk. Jetzt bin ich gespannt. Liberty Walk. Playlist へようこそ。加藤渡です。この日本からこのゲームでしか楽しめない素晴らしい体験を送ります。30年以上も世界中の車をLiberty Walkスタイルでカスタムしてきました。みんなが驚き喜ぶ LB カスタムカーで日本の伝統を大切にしながら作っています。その作品をこのモーターフェストならではの体験を通じてチェックしてみてください。リバティオークの世界を旅して君がトップのその旅を終えることができたなら僕のコレクションから特別な車をプレゼントするよ。Und jetzt kriegen wir wieder neue Playlists. Das ist Liberty Walk, ein Schritt über die Grenzen des Tunings hinaus. Erwartet noch eine Aktivität. Wir sprechen uns bald wieder. Nächste Aktivität. Leg sie fest und dann los. Ey. Stimmt, wir könnten auch ein richtiges Sammelnetz machen. Und hier die erste der drei Liberty Walk Säulen. Liberty Works. Kato-san ist gerade beschäftigt, aber wir haben noch einen anderen Tuning-Experten hier. Eigentlich kennst du ihn bereits. Also? Oh, hab ich's gesehen. Tut mir leid, ich muss wohin.
Ernsthaft? Dann suchen wir mal die andere, ich hoffe, ist sie besser für Flucht geeignet. Ja, was ist denn? Muss er mir einen reinfahren? Sieht ja nicht, dass ich ein Geisterfahrer bin. Ich blink nicht. Es geht keinen an, wo ich hin möchte. Es geht keinen was an, wo ich hin möchte. Ich zieh dich nur nie. Alter. Echt? So schlecht bin ich? Krass. Aber das Spiel macht schon Bock. Vor allem, wenn man es kostenlos spielen kann, so wie ich. Aber ihr habt ja alle nicht auf das Video geklickt, wo ich es kostenlos... Ja. Wir haben bis jetzt nur kein einziges Rennen unter Blades gespielt, die im Titel ist. Das ist also die im Titel ist. Alter, wie geil. Ja, auf die Geschenke kack ich mal. Die spawnen sowieso wieder neu, also. Goofus 96. So. Hier muss ich rechts runter. So. Wollen wir mal ein Rennen fahren, oder? Erste Rennen von der Playlist, jawohl, nach 25 Minuten, geil! Oh, schick. BMW. Die anderen haben auch. Nee, haben wir ein. Nee, ein Audi fährt man mit als Deutscher. Hey, ich bin Stuji. Weißt du noch? Made in Japan, The Pack, der Typ mit dem Evo 10. Das sollte dich nicht überraschen. Das ist eine Liberty Walk Playlist. Ich bin Schrauber, das reicht. Mein Land ist das Mekka des Tunings. Es gibt viel zu erzählen. Aber fangen wir hier an. In Japan kennt jeder Tuning-Fan Wataru Kato. Er verpasst Supercars seinen Style. Das ist sein Ding. Versuchen wir das nochmal. Ich hoffe, ich fahre kein Rotschen. Ich glaube, ich schaff's auch so.
irritiert mich halt nur, wenn halt der Wachsen steht, aber ich denke, ja, müsste eigentlich so klappen. Egal, Rennfahrer kennt keine Bremse. Übrigens, dein BMW ist langweilig und du bist in der Liberty Walk Playlist. Also, möge das Tuning beginnen. Ah ja, das war wieder, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Damit habe ich wirklich nicht gerechnet, das ist ja cool. Ach übrigens, du tunest jetzt gerade dein Auto, während du fährst. Kriegst jetzt auf einmal ein richtig cooles Auto. Schau mal, neuer Stoßfänger vorn, ein Flügel, Schürze bis zum Boden und Nietenkotflügel. Katos Handschrift, unverkennbar. Genug geredet, zeig mir, was das Ding drauf hat. War es ein Benziner oder ein Sprit? Nee, wie heißt Benziner oder Öler? Öler. Ölfinger. Ah, hier waren wir gerade eben schon mal. Okay, nicht schlecht. Mal sehen, ob du mit dem Rest auch klarkommst. Oh, das sieht viel schöner aus. Und wie gefällt dir der getunte BMW? Merkst du den Unterschied? Er hat ja alle legendären Liberty Works Upgrades und passt perfekt zur Stimmung. Gute Neuigkeiten, das Auto bleibt hier. Du nimmst es für die nächste Fahrt und die wird lang. Du hast viel Zeit, Bekanntschaft mit deinem Liberty Walk zu schließen. Ich musste nur diesem gelben Auto folgen.
Nein, du dich nicht. Oh. Drei Minuten Bestzeit. Ich würde auch gerne mal ein neues Fahrzeug fahren, außer die ganze Zeit den BMW hier. Noch ein Lauf mit diesem Auto. Erweise dich würdig. Es könnte die Belohnung für diese Playlist werden. Könnte, ja, wurde mir auch gar nicht vorgespoilert, dass es die Belohnung der Playlist ist. Alter, Bock. High Bock Angriff. Erinnert mich an die Autos aus dem Tuning-Magazin. Die Art, die einen als Kind beeindruckt. In den 90ern haben nur Tuner wie Kato europäische und amerikanische Autos so umgebaut. Aggressiv und radikal. Liberty Walk bietet drei Säulen für drei Styles. Das ist der Work-Style. Mit Katos originellem Touch. Klassisches japanisches Handwerk mit breiten Kotflügeln an den schönsten ausländischen Autos. Die anderen Säulen sind Nation und Performance, aber das kommt später. Nur das Aussehen von deinem BMW hat sich verändert. Lass mal sehen. Besserer Turbo, verstärktes Chassis, zupackende Bremsen und Breitreifen. Ja, die Jungs sind gut. Nicht so schüchtern, lass ihn frei. Kulisse Hawaii ist auch wunderschön.
du jetzt eine Vorstellung davon, was Kato drauf hat? Das war noch nicht alles. Ja, das ist ja ein Formel 1 Auto, geil! Formel E, keine Ahnung. Letztes Event der ersten Liberty-Säule. Ja, fast eine Stundenparty, diese Part hier. Glaube ich. Sagen wir mal, auch schon hier. Falsch außen rum. Diesmal wechselst du das Auto. Wir haben einen getunten Nissan GT-R für dich vorbereitet. Oh, danke schön, endlich mal ein neues Auto. Ja, das nächste Event wird ganz japanisch. Ich übergebe an Toji. Er redet nicht viel, aber wenn es ums Tuning geht, erwacht seine Leidenschaft. Wollt ihr mal nach Hawaii? Schreibt es mal gerne in die Kommentare. Ich eigentlich schon, ja. Wieso nicht? Fast geschafft. Zeig, was du drauf hast. Liberty Walk. Oh. Sowas. Sieht fast so aus wie bei einem dieser Kanami-Läufen. Aber zurück zum letzten Works-Rennen. Ein Nissan GT-R mit irrem Bodykit. Ich hab nachgeguckt, Opel gibt's keinen. Das ist heim. Ghetto. Leider. Kennst du Boso Soku? Ein krasser Typ und eindeutig die Inspiration. In den 70ern standen die japanischen Clans auf Krach und prollten in illegalen Rennen rum. Diese Autos. Wahnsinn. Kato kennt seine Klassiker.
Jetzt geht es bei Bosozoku um übergroße Bodykits. Hauptsache beeindrucken. Kann ich dir das Auto wirklich anvertrauen? Warum? GTR sind japanische Klassiker. Aggressives Design. Aber nachdem sie bei Kato waren, sind es krasse Kisten. Komm schon, beende das Rennen. Sind wir fertig. Jetzt kommt Liberty Nation. Heavy. Autos sind Abenteuer, und zwar für jeden. Das ist Teil der Liberty Walk DNA. So sehr, dass eine der drei Säulen komplett auf diesem Credo fußt. Vielleicht eines, keine Ahnung. Liberty Nation wird die...
Philosophie auf jede Art von Auto übertragen, ganz egal aus welchem Land es kommt. Sportwagen, Limousinen oder Alltagsfahrzeuge, japanisch oder importiert, vom großen Mercedes bis zum Mini Cooper. Jedes Auto kann ein einmaliges Supercar werden. Ich mal sehen, wie es aussieht, wenn er zurückfliegt. Haben wir leider nicht so gut gesehen, aber war lustig irgendwie. Erkunden wir also die zweite Liberty Walk-Säule, Liberty Nation. Gut, aber erst im nächsten Part. Ich bin eins von Tschüssikowski.